Heute ist ein grosser Tag für die Hügli Bahnhof Garage AG. Trotz Corona sind wir live mit dabei bei der Geschäftsübergabe von der zweiten zu der dritten Generation. Kommen Sie mit mir mit, wir reden mit dem René und dem Cyril Hügli über die Gegenwart und die Zukunft dieses Unternehmens. In Fachkreisen wird behauptet, du hättest ein spezielles Flair für Wäscheanlagen. Was hat es mit dieser Behauptung auf sich? Ich durfte in Genf eine grosse Wäscheanlage bauen und habe mir dort das Wissen angeeignet. Und das wissen meine Mitarbeiter. Die Wäscheanlage ist meine heilige Kuh. Ich habe jetzt einen schönen blauen Boden bekommen, weil ich an dieser wirklich Freude habe und die auf dem neuesten Stand ist. Wir sind die erste Wäscheanlage in der Region 1990 und heute haben wir die modernste Wäscheanlage in der Region und das will so bleiben. Das ist mein Dada. Hier in der Garage fällt die vorbildliche Organisation auf. René, da hast du dein Wissen von den letzten Jahren eingebracht, vor allem im letzten Umbau. Auf was hast du speziell Wert gelegt? Ich habe Wert gelegt, dass Mitarbeiter angenehm arbeiten können, eine Bodenheizung haben, grosse Garderobe haben, einen Warenlift haben, wo sie die Rädchen hochfahren können, alle Teile fortrühren, spezielle Schacht, alles entsorgen, kurze Wege, ein Ersatzanlage geht oben durch. Alles modern, damit man effizient arbeiten kann. Im Jahr 1990 hast du den Betrieb von deinem Vater Max übernommen. René, wie hat die Werkstatt damals ausgesehen? Damals habe ich einen Betrieb vom Vater übernommen und habe einen Einmannbetrieb aufgebaut mit der Marke Mercedes, Subaru und Nissan. Haben wir gestartet und sind dann vergrößert worden, bis wir am Schluss 5 Mechaniker hatten in diesem Bau. Hier im Keller lagern Reifen von über 600 Fahrzeugen. So ein Reifenlager scheint ein echtes Bedürfnis zu sein. Wie ist es zu dem gekommen? Vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, habe ich das erste Reifenhotel gemacht. Und wir haben zwei kleine Stellen angefangen. Und mittlerweile sind die Räder so gross und so breit geworden und so schwer geworden, dass die Leute das nicht mehr heimnehmen wollen. Wir müssen das Reifenlager vergrössern. Der Ziel hat bereits den Anbau in Auftrag gegeben, dass wir über 3000 kommen in einem Monat. Cyril, du bist relativ jung und einige Mitarbeiter, die hier arbeiten, kennen dich schon als kleiner Bub. Was können die Mitarbeiter von ihrem neuen Chef erwarten? Ja, das ist richtig. Sie dürfen von mir erwarten, jung, motiviert zu sein und die Erfolgsgeschichte von der Hügli Bahnhof Garage weiterzuführen. Die Ausbildung des eigenen Nachwuchs spielt in den meisten Branchen heutzutage eine zentrale Rolle. Welchen Stellenwert hat die Lehrlingsausbildung für dich und für den Betrieb? Es hat einen sehr hohen Stellenwert. Ich habe früher von meinem Vater mitbekommen, dass Mitarbeiter unser höchstes Gut ist. Und durch das werden wir das so weiterführen und weiterentwickeln. Du darfst den Betrieb in einem tadellosen Zustand übernehmen. Alles ist auf dem neuesten Stand. Cyril, was sind deine Pläne für die Garage in nächster Zukunft? Das ist korrekt. Wir haben mit der Gemeinde ein Carsharing-Projekt am Laufen. Wir wollen die E-Mobilität fördern. Und wir werden der Partner sein rund um Fragen und Mobilität. Wir befinden uns jetzt in Bergdietike, der Spenglerei. Vor 3 Jahren hat Hügli Bahnhof Garage die Spenglerei eröffnet. Was bewegt einen Garagist, eine eigene Spenglerei zu betreiben? Uns dazu bewegt hat eigentlich, dass wir viele Kunden der Ansprechpartner sind rund ums Auto. Darum war es naheliegend, dass wir eine eigene Spenglerei zutun. Wir kommen jetzt zu der formellen Übergabe. Wir danken an dieser Stelle im Namen der Kundinnen und Kunden und Partner im René für die erstklassige Dienstleistung während der letzten 30 Jahre und wünschen dem Cyril für sich, für das Unternehmen und für die Mitarbeiter alles Gute für die Zukunft. Ich wünsche viel Glück. Danke vielmals. Danke auch. Ich danke an dieser Stelle recht herzlich meinem Vater, dass die Übergabe trotzdem stattfinden konnte, in dieser außerordentlichen Situation, in der wir uns im Moment befinden. Wir werden den Vater am Montag nach wie vor antreffen. Er bleibt uns erhalten. Er ist neu im Kia-Showroom anzutreffen. Ich möchte mich auch bei euch bedanken und freue mich, euch das Vertrauen zu geniessen und auch in der dritten Generation.